Traumhaftes Wetter. Ich glaube, es ist Zeit für ein neues YouTube-Video. Damit herzlich willkommen auf dem Rap Nation Kanal. Heute soll es mal darum gehen, warum du dir eine Surong kaufen solltest. Ich habe ein paar geile Punkte rausgesucht, die ich echt für sinnvoll finde. Und vielleicht tut es euch die Entscheidung auch so ein bisschen erleichtern. Im Grunde habe ich mir 7 Punkte rausgesucht. Oh, und by the way, ich schaue mal ganz kurz. Wir starten hier mit 71% Akku. Ich habe jetzt gerade noch auf die Uhrzeit geschaut. Und wir schauen einfach später mal, wo wir dann landen werden. Bei wie viel Prozent, bei was für eine Uhrzeit. Dann habt ihr auch immer einen guten Überblick darüber. Aha. Servus, Kuh. Punkt Nummer uno. Auf jeden Fall der Preis. Meiner Meinung nach ein extrem ausschlaggebender Punkt. Der Preis ist an sich unschlagbar, meiner Meinung nach. Was du dafür bekommst, du kriegst sie überall mal im Angebot, auch zum Beispiel jetzt bei E-Moto X in Lindau. Das ist ja ein Händler hier aus der Umgebung. Kann ich euch nur empfehlen. Sehr netter Kerle. Da kriegst du sie gerade in Aktion für, ich glaube, 4,98 oder sowas. Ich habe gerade letztens mal nachgeschaut. Sehr, sehr geiler Preis. Würde euch aber auf jeden Fall auch empfehlen, gebraucht mal abzuchecken. Mir hat letztens ein Bekannter mir gerade eine Surong geschickt. Die lag, glaube ich, bei 4K. Baujahr 2022er Modell. Kann man absolut nichts sagen. Für 4000 Euro, da würde ich direkt zuschlagen. Ja, für den zweiten Punkt habe ich mir überlegt, dass du bei der Karre sehr, sehr viel individuell modifizieren kannst. Du kannst sehr, sehr vielseitig das Bike verändern, sei es Leistung genauso wie Optik. Also ich gehe jetzt mal öfters mal auf die KTM rückblickend ein, weil ich die halt einfach schon mal selber besessen habe und dann dazu kann ich dann halt einfach sehr viel sagen. Bei der KTM, da konntest du halt leistungstechnisch gar nichts modifizieren. Fahren wir einfach mal hier hoch. Keine Ahnung, wo es hingeht. Oh, okay, ich glaube mal mit mehr Schwung wäre das deutlich sinnvoller. Ich glaube, das reicht noch nicht an Schwung, aber wir probieren es einfach mal. Oh, fuck. Sehr rutschig hier. Ich weiß gar nicht, was das für ein Boden ist. Irgendwie hart und rutschig zugleich. So, let's go. Oh. Let's go, komm. Ja, wenn wir jetzt gerade hier schon stehen und ich gerade am außer Puste bin, ist der nächste Punkt diese Handlichkeit. Also gerade jetzt gerade eben dieses Rumwerfen, das Hochschieben, das Umfallen, das ist absolut so entspannt mit dieser Karre. Also Handlichkeit ist bei der allererste Sahne. Also die Handlichkeit auf jeden Fall verdienter Punkt. Ich kriege jetzt mal hier kurz mal dazwischen. Wollte kurz mal sagen, dass ich nächste Woche einen zweiten Teil hochladen werde. Und dem geht es dann darum, welche Dinge ich an der Surong nicht mag. Weil es gibt nicht nur positive Dinge, es gibt auch ein paar negative. Und die müssen halt auch einfach mal gesagt werden. Vor allem wusste ich zum Beispiel ein paar Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe schon mal, noch nicht. Wird auf jeden Fall den einen oder anderen interessieren, der vielleicht überlegt, eine Surong zu kaufen. Deswegen abonniert gerne den Kanal und schaut beim nächsten Video vorbei. Ein sehr geiler Punkt ist noch, was mich bei der KTM auch ein bisschen mehr gestört hat, würde ich jetzt mal sagen, wie leicht man hier die Batterie rausnehmen kann. Boah. Es ist so genial, mit diesem Teil hier rumzufahren. Es macht so Laune. Du bist so wendig und leicht unterwegs. So chillig. Oh, ich traue mich halt auch mit dem Teil so viel. Ich bin jetzt wirklich nicht der beste Enduro-Fahrer. Die Batterie, die ist so leicht zu entnehmen. Du brauchst kein Werkzeug dafür. Du brauchst auch keinen Stock, der dir hier rumfliegt. Du klappst es einfach auf. Machst den Hauptschalter, drehst um, ziehst zwei Kabel ab und das war's. That's it. Dann habe ich noch einen Punkt, dass du die Karre hier auch zulassen kannst, wenn man das richtige Modell kauft. Geht ja bei manchen E-Bikes nicht. Als 50er kann also jeder junge Kerle schon damit fahren, hat Spaß seines Lebens. Egal auf der Straße als wie im Gelände. Ich finde auch mega, der Vorteil ist, dass du halt keinen TÜV hast. Beim 50 Kubik
Moped, brauchst du ja keinen TÜV. Halt, stopp. Ich weiß nicht wo, aber welchen Teil ich gerade bin. Bei diesem 50er-Thema. Sorry, ich bin schon ein Video nämlich weiter. Ich musste das nur nachholen. Ist es so, dass die Versicherung ja bei dem Karren auch fast nichts kostet? Also, das Teil kostet mich in der Versicherung, wenn ich es anmelden würde, ich glaube 35 Euro, weil umso älter du bist, umso besser wird's. Aber ich würde für das Moped hier 35 Euro fürs ganze Jahr zahlen. Und das ist einfach nur geil. Deswegen, das ist ein absoluter Pluspunkt, den ich unbedingt noch sagen wollte und den ich vorhin vergessen habe zu sagen. Und der zweite, viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Einen Punkt habe ich auf jeden Fall noch und das ist die Unscheinbarkeit oder wie man auch immer dazu sagt, unscheinbar. Einfach, das Bike ist einfach unscheinbar. Also viele Leute wissen gar nicht, was das für ein Gerät hier ist. Und das ist im Gegensatz zur KTM Freeride natürlich deutlich besser. Weil bei der KTM hat man halt schon gemerkt, dass es so ein richtiges Motorrad ist. Und mit der wirst du dann halt doch deutlich mehr irgendwie, glaube ich, angehalten und angemault. Und das hier sieht halt aus wie ein Spielzeug, was meiner Meinung nach ja auch ein Spielzeug ist. Aber ein positives Spielzeug. Der jetzt zur Batterie so ein bisschen dazugehört ist noch, wo wir vorhin auch drauf geschaut haben. Und das ist auch mein letzter Punkt, mit dem kann ich auch gutes Video beenden. Und zwar, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind bei 56%. Ich bin jetzt durchgehend volle Pulle gefahren. Also wirklich ohne Verluste. 15% haben wir jetzt verloren. Ja, und ich bin jetzt seit 20 Minuten unterwegs auf Vollgas. Klar, wenn du alleine fahren gehst und nur die ganze Zeit auf volle Pulle fährst, verliert sie deutlich mehr an Akku, als wie wenn du mit Kumpels fahren gehst. Weil da wartet man ja immer wieder aufeinander. Da ist das Verhältnis nochmal ganz anders. Dann ist der Akkuverbrauch auf jeden Fall deutlich geringer, wenn du mit Leuten unterwegs bist, als wie alleine. Außer du machst immer wieder mal Pausen dazwischen oder so. Aber wenn du voll auf Vollgas fährst, hast du jetzt halt so mal 20 Minuten, habe ich jetzt 15% verloren. Ja Leute, ich glaube, das war's jetzt mit dem Video. Falls ihr den nächsten Teil nicht verpassen wollt, dann schaut nächste Woche wieder vorbei. Abonniert mich gerne. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Punkte nennen, die die Entscheidung vielleicht leichter machen, um die Suren zu kaufen und kein anderes Moped. Also ich kann euch nur sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Karre. So, jetzt flex ich noch einmal mit meinen Wheelie-Kenntnis, die ich mir dazu geeignet habe. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Junge, was ist das für ein geiler Wheelie gewesen? Da bin ich gerade selber erstaunt. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal und tschüssle. Let's go. Ich will ja gar nicht mehr aufhören. Ciao.